Willkommen zu meinem neuen Video. Ich stelle euch heute wieder weitere Räucherpflanzen vor. Diesmal fangen wir mit dem Ehrenpreis an. Total winzig, unbedeutend nicht, auf gar keinen Fall, aber kaum zu sehen. Der kleine Ehrenpreis Veronika, das ist schon wieder eher bekannt als Ehrenpreis, stärkt beim Räuchern das Selbstbewusstsein, hilft eigenen träumerischen Illusionen auf den Grund zu gehen, Durchleuchtung unserer eigenen Gefühlswelt. Und jetzt schaut euch mal dieses kleine Pflänzchen an. Was der alles kann und ist trotzdem so klein. Total faszinierendes kleines Pflänzchen. Weiter geht's mit dem Schüttelkraut. Celidonium majus. Also der Saft hilft schon seit Urzeiten gegen Warzen. Das Räuchern des Schüttelkrauts hilft bei Rechtsangelegenheiten oder ungerechtfertigter Verhaftung. Ein Anwalt hilft da auch, aber Schüttelkraut unterstützt. Probleme mit dem Gesetz. Zum Schutz auf der Haut getragen soll es den Richter milde stimmen. Also probiert's aus, vielleicht klappt's. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Es stärkt außerdem das Selbstvertrauen, sorgt für gute Stimmung, Sieg und Erfolg. Leider hat es nicht mehr geblüht, aber das zeige ich euch im nächsten Jahr. Die nächste Pflanze ist der Schachtelhalm, Equisetum arvense. Ich glaube, das heißt aber Ackerschachtelhalm. Also bin ich mir nicht ganz so sicher bei dem Lateinischen. Die Pflanze sieht ein bisschen aus wie ein Rückgrat und sie stärkt auch selbiges. Es wird auch bei Orakelräuchern verwendet, um alte Muster der Denkweisen aufzulösen, ordnet alte Strukturen, beruhigt bei Angstzuständen, dient zur Entspannung, bringt Licht in unser Bewusstsein, Liebesräucherungen da Potenz steigern, konstruktives Denken anregen, klärend, innere Ordnung, stressabbauend, Erdung. Also das Pflänzchen kann schon echt einiges. Und hilft bei einer Partnerschaft. Das Johanniskraut, auch ganz bekannt, leider hat es auch nicht mehr geblüht. Es blüht normalerweise gelb, aber ich war ein bisschen zu spät. Das Johanniskraut Hypericum perforatum schützt vor Blitz und Feuer, stimmungsaufhellend, Klarheit, Öffnung des Geistes. Und bitte verwechselt es nicht mit dem Jakobskreuzkraut. Jakobskreuzkraut ist auch giftig. Ihr müsst sowieso generell aufpassen. Auch Farne sind eventuell giftig. Ackerschachtelhalme oder auch Wiesenschachtelhalme könnten auch giftig sein. Bevor ihr irgendwas räuchert, seid vorsichtig und informiert euch, wie ich immer sage, in mehreren Quellen, aus mehreren Quellen, wie auch immer. Die letzte Pflanze, die ich euch in diesem Video heute vorstelle, ist der Farn Osmunda regalis. Ich glaube, das heißt Königsfarn, ich bin mir aber da nicht so sicher. Der ist genau wie der Schachtelhalm Stärkung des Rückgrates. Die Formen der Blätter sehen so aus. Dann die volle Größe ausstrecken, also sich groß machen, auch rauskommen aus dem Versteck, abwehren von Kobolden, die dir Streiche spielen und diesen Farn generell nur im Freien räuchern. Wie ich vorhin schon sagte, es gibt auch giftige Vertreter darunter. Der vertreibt auch Elementarwesen, lockt Elfen an. Farn hat eine sehr hohe Wissenskraft. Mit dem Farn beende ich dieses Video und wenn euch das Video gefallen hat, schaut euch noch das andere Video an, was ich über die Pflanzen gemacht habe. Und wenn ihr noch ein Like da lasst, was mich sehr freuen würde, oder natürlich ein Abo, das wäre der Hammer.
dann würde ich noch weitere Pflanzen filmen und euch die Räucherwirkung dazu kurz nennen. Ich möchte einfach nicht zu weit in die Tiefe gehen, weil es da verschiedene Ansichten gibt immer wieder, ne? Also dann, tschüss!